Is anyone there? Can somebody tell me why I've been summoned? Lilith, guardian of the Southern Gate, step forward into the light. Okay, gar kein Problem. Ich gehe dahin. Ist nur ein bisschen gruselig, aber ist okay. What is this? Who are you? Can somebody please tell me what exactly is going on here? Lil, you have been chosen. Ich bin die Auserwählte. Oh oh. To play the hit game that's sweeping the sprawl. That's right, it's time for... So you think you can save a princess? Ja, ach ja, stimmt, da war ja was mit der Prinzessin, Opala. Ich habe echt das Gefühl, ne, die Cam, also irgendwie ist sie doof für das Spiel, oder? Guck mal, ihr seht den Dude gar nicht. Guck mal da. Den seht ihr gar nicht. Das ist ja doof. Weiß ich nie. What the hell is going on? That's right, Lil. Today you're getting the chance to send one of these lucky adventurers on the escapade of a lifetime to search for and rescue your beloved Princess Desdemona. Ich muss davon einen aussuchen. Okay. I didn't ask to do this. And let's find out who those lucky adventurers are. Oh, oh, ist Zero da? Das könnte so ein Ding für Zero werden. So ein Umfrageding. Zero! Ja, Mino, dann musst du das machen. Dann musst du dir mal die Namen von den Dudes aufschreiben und was ihr glaubt, wer das werden wird oder so. Ja. Ja, Mino, jetzt musst du machen. Musst du die Namen jetzt aufschreiben? Ja, ja. Arbeit für dich auch noch, ne? Schrecklich. Zero ist nicht da. Weißt du, Zero gestern noch so, ja, Lil Guardsman. Boah, da kann ich wieder Umfragendinger machen. Vorhersagen. Weißt du, das war Zero gestern. Wo ist Zero? Hä? Wo? Der muss es jetzt machen. Richtig, Meno. Wie heißen die? Da weiß ich noch nicht. Wir gucken mal. Adventure number one is a hard-headed, go-getting warrior from the desert plains of the alluring Marvog Empire. Please welcome Neil Warkiller. Er ist Neil Warkiller. Der da keine Ahnung hat, wie man eine Umfrage... Ist ja keine Umfrage, ist eine Vorhersage. Er heißt Neil Warkiller. Große Kalapper, aber Zero Ergebnisse. Ich habe, hast du aufgeschrieben? Hast du notiert. Wundervoll. Adventurer number two is a nomad by nature, mage by profession, who likes the rain and getting caught in a pina colada. It's Articulus Flamehands. Oh Gott, er heißt Articulus Flamehands. Mino, wie lange bist du Bot bei Ellie schon länger wieder? Also, weiß ich nicht. Davor ja auch schon, dann eine Zeit lang kurz nicht, weil ich nicht so die Mods unbedingt brauchte. Und dann jetzt seit ein paar Monaten wieder glaube ich. Hat da, sehr gut. Ellie, ich überlege, ob ich mir... So das Stream zu legen, also so das Stream. Ah. Ihr seid so doof. Aber gönn ja, also ich meine, wenn du so Sprudelwasser machst, hey, so warum nicht?
Soda Stream? Oh Gott. Okay, hat er auch. Wundervoll. Articulus Flame Hands. And finally, Adventurer number 3. You might recognize this thief from their wanted poster. Wanted dead or alive for looking so darn good. Let's hear it for Perry Shoutson. There's Perry. Perry Shoutson. Yeah. Ich durfte das bei der Kollegin mal testen, bin noch nicht ganz so überzeugt. Ah, ich kenne mich damit halt nicht so aus. Wir hatten früher, damals, vor 20 Jahren, es ist wirklich 20 Jahre her. Ich wollte es auch joked sagen, aber dann ist mir klar geworden, es ist wirklich 20 Jahre her. Nun. Auf jeden Fall hatten wir damals mal so einen. Den haben meine Eltern gerne benutzt. Ich bin nicht so der Sprudelwasser-Fan, deswegen ist es nicht so meins, aber weniger Getränke schleppen. War gut. Das einzige Blöde war halt nur, dass du immer diese CO2, dieses, was da Sprudelblubber macht. Doch, der CO2 ist da drin, oder? Irgendwie so. Keine Ahnung. Das, was die Blubberblase halt blubbert. Das musst du halt immer wieder austauschen. Weiß nicht, wie kostengünstig das denn ist, wenn du. Also, ja, keine Ahnung. Na, aber die Dinger muss man halt immer wieder neu holen, beziehungsweise halt austauschen oder auffüllen lassen oder irgendwie so. Aber das kannst du ja auch überall eigentlich schon fast machen. Also ich glaube, so DM geht das, in Rossmann und sowas geht das ja auch. Ich weiß nicht, wie es bei Rewe oder sowas aussieht. Aber ja. In 20 Jahren, dann gab es mich doch nicht mehr. Guck mal, so alt ist SodaStream. Okay, aber hat Meno den jetzt auch? Meno? Hast du Perry aufgeschrieben? Ich glaube, ich hoffe. CO2-Tauschzylinder, ja. Genau das. Wahrscheinlich ist Mino gerade arbeiten. Ah, okay, ja. Okay, gut. Und hallöchen Nightwolf. Hallo. Und wie soll ich die nennen? Ja, welcher der Anwerber wird die Prinzessin retten? Oder so. Oder für wen entscheide ich mich? Oder irgendwie sowas. Was glauben die Leute, für wen der drei ich mich entscheide? Irgendwie so. Ey, ich mach sowas sonst auch nicht. Zero ist unser Mann dafür. Aber der hängt bestimmt in Meetings oder so. Option 4, Lin macht es selbst. Ich weiß nicht, ich glaube, das funktioniert nicht. Hat geklappt? Geil. Ich glaube, dann dürft ihr... Ich darf nicht raustappen. Ich wollte gerade nachgucken. Aber ich glaube, ihr könnt jetzt Kanalpunkte verwenden. Was glaubt ihr, wer wird gewinnen? Wen wähle ich aus? Perry, den Namen, den ich nicht mehr weiß, und den Krieger, den ich nicht mehr weiß. Wer wird es von denen? Er hier ist Neil, glaube ich. Neil, seinen Namen habe ich irgendwas mit Flame Hands und das war Perry. Ja, was glaubt ihr, wer von diesen, für wen werde ich mich entscheiden? Conan, He-Man und Robin Hood? Könnte möglich sein, weiß ich nicht. Sind die daran angelehnt? Ich kenne He-Man nicht. Also ich weiß, wie der aussieht. Aber habe ich nie geschaut.
bin ich zu jung für. Aber ich glaube, eine Minute ist zu wenig. Oh no, dann müsst ihr euch beeilen. I still don't fully understand what's happening. And no heroic Voyager would be complete without a shadowy figure pulling the strings from the darkness. So let's welcome our sponsors, Lieutenant Stryker, Councilwoman Ash, and Court Jester Malcolm. Warum steht hier nicht das Ergebnis? Habe ich doch was falsch gemacht? Du hast gewählt, oder, Menu? Wenn du die Umfrage als Mod erstellst, dann darfst du selber nicht mit dran teilnehmen, weil ich die sonst auflösen muss. Also, oder ein anderer Mod. Und dadurch, dass bei dir jetzt eine 1 dran steht, wirst du wohl abgestimmt haben. Und deswegen kannst du die Umfrage nicht mehr auflösen. Sag mir das, weil Twitch doof ist. Es muss jetzt halt ein anderer Mod machen oder ich muss das dann machen, wenn es durch ist. Ihr müsst mich dran erinnern. Ich guck dann mal. Ja, ja, Twitch ist richtig doof, was es angeht. Ja, ist durch. Ja, aber ich muss ja jetzt erstmal, ne, wir können ja jetzt noch nicht machen, weil ich muss ja jetzt erstmal das hier alles machen und dann muss ich mich ja erstmal noch für jemanden entscheiden. I'm rooting for you. Might make right. Focus and the day will be ours. Information is power. Aim for the knees and bite, bite, bite. Mach's dir auf die Knie und beißen, beißen, beißen. Ja. Können ja Mod sich aus Versehen fürs Falsche entscheiden. Ja, genau, dass es kein Mod-Abuse gibt, genau. Deswegen darfst du, du kannst die Umfrage zwar erstellen, aber wenn du daran teilnimmst, kannst du sie nicht mehr auflösen. Now, Lil, you're going to get the chance to ask these adventurers a series of questions to determine their suitability for this quest. Jetzt bin ich ja gespannt. Ich mag die Frau in der Ritterrüstung. Das ist Stryker. Hieß sie, glaube ich. Aber ja, die ist die coolste von allen. Finde ich auch. Er hier ist richtig. Der hier ist richtig fies. Ja. Du denkst so, ach ja, der Hofner. Lululululul. Aber der macht so Drogenschmuggel und sowas alles. Der holt die Leute wieder aus dem Knast. Der ist richtig frech. Natürlich mag anonym Melke. Natürlich. At the end of the third round, you choose the winner of the grand prize, being sent on a perilous mission to save the princess, a few guaranteed brushes with death, and a coupon for an all-you-can-eat dining experience at Monty's, home of the soup. Ooh, all-you-can-eat, Leute. Oh, sie sehe ich auch schon so. Oh, all you can eat. Da bin ich dabei. Dad does love Monty's. Let's do this. Applaus. Runde 1. All right, Lil. What would you like to ask our trio of intrepid would-be heroes? Weiß ich noch nicht. Ich gehe erstmal in die Optionen, weil ich erinnere mich noch daran, dass es hier einen Streamer-Modus gab. Lil-Stimme, NPC-Stimme ist alles Tutti-Frutti. Porträt-Layout, genau. Links. Dann kommen die nur noch hier. Dann sitze ich da nicht die ganze Zeit. Guck mal hier, ihr sitzt ja hier in seinem halben Kopf drinne. Also ich eigentlich nicht, das seid ihr. Eigentlich sitzt ihr in seinem halben Kopf. Ihr sitzt auf seiner Stirn. Guckt mal hier, ihr schreibt einfach auf seiner Stirn drauf. Ihr seid das, nicht ich. Aha. Chat wieder. Oder? Hier ist links, ne? Ja, da. Hat er das jetzt gespeichert? Links, ja. Okay. Ich
genug Platz ist da ja. Sagt mal. Hallo, Sips. Hallo, hallo. Ihr seid ja gefallen. Grinhaven und anonym. Nee. Oh, Lieblingseis? Was ist euer Lieblingseis? If you were an ice cream flavor, what flavor would you be? And why? And who would you like to ask? Jetzt ist das irgendwie komisch, dass der da ist. Ich habe mich so dran gewöhnt, dass der auf der Seite ist. Verdammt. Guck mal hier, Sips hat sich ein Cornetto Classico rausgeholt. Nice. Okay, wen fragen wir wegen dem Abtrünniger? Aha, Magier. Weiß ich nicht. Neil Walkler. Was ist dein Lieblingseis? Blood and sweat and tears. A was? Swirly ice cream cone made up of these three true flavors. Very refreshing after a hard day's battle. Kannst du nicht sowas Normales sagen wie Vanille mit Schokostreuseln oder so? Blut, Schweiß und Tränen. Ja, das sind auch meine drei Lieblingssorten. Und ein bisschen Feuer. Auch wenn ich eigentlich weniger Süßigkeiten will. Aber das ist ja digital. Das stimmt, hier ist ja digital. Wie geht das? Da kann man sich auch 30 Eis rausholen im Stream. Das ist okay. You can ask another adventurer if you like. Den da will ich noch fragen. Was ist dein Lieblingseis? No contest. Mint chocolate. Period. Min. Das ist auch so eine. Ist auch After Eight. Ich sag es euch. Mindestens? Ja, ich war. Nee. Runde 2. And your second question is? Das ist eine gute Frage. Perfektes erstes Date. Mit Magienutzern umgehen. Von Banditen auflauern. Ja, wir machen hier jetzt natürlich keine wichtigen Fragen oder sowas, ne? Wie ist das perfekte Date für euch? Let's say you save the princess and she falls in love with you. What's your ideal first date? Ja, richtig. Das sind die wichtigen Fragen hier. And who's that one for? Nimm mal den, weil den hatten wir noch nicht. A day filled with wonders. Taking in a musical comedy, perhaps some light shopping, and of course a delicious meal. Afterwards, we find a nice little spot in the park, and I will dazzle the senses with a magical display of fireworks created by my elemental magical powers. Oh, Feuerwerk! Da ist Feuer drinne. Minzschoko ist Hit or Miss. Ja, das ist, glaube ich, wie mit Lakritz. You can ask another adventurer if you like. Ich will Neil nochmal fragen. Easy. We engage in feats of strength. Combat without weaponry, mm-hmm. Using only our bodies, one against the other. And as we begin to sweat... Ja, nur ganz schön romantisch, dieser Herr, ja. Ja, ich lasse das, ich kommentiere das mal nicht, ne? Das mit dem
mit Hilfe unserer Körper die aneinander reiben und dann fängt man an zu schwitzen. Ja, 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 ja. Ich lass das mal so, ne? Oh, okay. I think we're done here. Ja. Mhm. What's a guy gotta do to get picked for a question around here? I got some exciting answers. Ich hab dich doch schon einmal gefragt, bist du doof? Let's stick to the format, folks. There's a rich tradition we're preserving here. Please, wait your turn. A warrior does not wait his or her turn. He or she acts. Oh, was passiert jetzt? All right, Neil, calm down now. You are gaslighting me and the berserker spirits of my ancestors, Mike Melroy. Okay. Nö, nee, ganz ruhig. Ganz ruhig. Du hast ein Aggressionsproblem. Uh-oh. Looks like the warrior has entered the heightened state of berserker mode. Okay. Hilfe, Chat! Ich verzieh mich, ne? Tschüss! Das könnt ihr ausbannen. Ich mach das nicht. Lil, which contestant do you think will be able to get us out of this dilly of a pickle? Das weiß ich doch nicht. Neil, keep it together for just a few more seconds. You, what's your favorite animal? Mein Lieblingstier? Ein Elch. Streifenhörnchen. Ein Spatz? Streifenhörnchen. Streifenhörnchen. Neil, look at this little fella. Guck mal, wie süß. Streifenhörnchen. Sips auch direkt so. Streifenhörnchen. I feel the blood rage calming. I can't murder everyone present in front of something so small and perfect. Aww. I am calm. Phew. I'm glad you didn't pick anything larger than a bread box. I'm not licensed for that. Oh. Das ist eine wichtige Info, glaube ich. Er kann keine Sachen zaubern, die größer als eine Butterbrotdose sind. Dafür habe ich keine Lizenz. Das heißt, der Elch wäre ja zum Beispiel auch gar nicht gegangen. Aha. Oh, das ist ein sehr, sehr kleiner Elch. Due to that unscheduled outburst, we are a little tight for time. Lil, do we squeeze in one more round or are you feeling ready to choose? Ja, ich glaube, ich nie. Ich will noch. Bringen wir es hinter uns. Eine Runde noch. Eine Runde. I think I got one more round in me. Ein kleiner Elch, also Elch. Du Sack. Runde 3. Lil, what's your final question going to be? Okay, was wird unsere finale Frage? Lieblingserinnerung aus der Kindheit? Pläne nach der Rettung? Oder prophetischer Traum? Ja, schon eine Lieblingserinnerung an der Kindheit. What's your favorite childhood memory? And you're asking? Den hatten wir, glaube ich, noch nicht wirklich nochmal. Also, den hatten wir einmal gefragt. Frag den jetzt nochmal. Not too many great memories from the mine in Kaiser Mosch. But when I was about 11 years old, a group of kids took me under their wing. They taught me how to pick pockets and become a proper thief.
Das ist deine tollste Erinnerung? They told me I could consider myself at home. Consider myself one of the family. They taken me so strong. It was clear we were gonna get along. I swear I've heard that somewhere before. Sung. Hm. You're mistaken. Weiß ich nicht. Oh, Greno will, dass ich trinke. Na dann. Trinke ich mal kurz nebenbei. You can ask another adventurer if you like. I received my first battle scar when I was 5. You can see it here across my cheek. Und Brust. Recess was a tough trial for all Marvagian children. As I rained blows down upon that third grader, I smiled. I knew even then that I would never forget this glorious day. Wir haben alle merkwürdige Lieblingskindheitserinnerungen. Was? Ach nee, warte mal, das war Pokémon-Musik, glaube ich. Naja, fast. I have no idea what that means. This is so stupid. You're stupid. That sound means it's time for the lightning round. Oh, oh, Blitzrunde. Wilder Applaus. Lil, please choose the adventure that you'd like to see play the lightning round. Bitte wähle einen Abenteurer aus, der die Blitzrunde spielen soll, okay? Nimm mir den. All right, Articulus, are you ready for the lightning round? I am. Mhm. Most impressive. I felt that a little. Oh, das ist mit Blitzrunde gemeint. Ah, das ist eine Blitzrunde. Also bei Blitz. Oh, das wusste ich nicht. Yep. That wasn't a random lucky guess at all. Ja, ja, genau, das ist, was Lil sagt. Er wurde geblitzt, Dings, ja. Ich dachte, mit Blitzrunde sind halt so schnelle Fragen gemeint. Uh-oh, you know what that sound means. Oh, God, not again. That sound means we are out of time. All right, Lil, now's your moment of truth. Who do you want to choose to rescue Princess Desdemona? Oh, God. Ich weiß nicht, was das hier oben ist. Darf man die Dinger anwählen oder nicht? Aber irgendwie habe ich geahnt, dass es in dem Spiel ein echter Blitz wird. Ich weiß halt nicht, ob wenn ich die hier... Also sind das Fragen an die? Erzählen die mir noch was? Weil das sind ja deren Leute, die sie reingeschickt haben, oder nicht? Ich krieg da jetzt einfach drauf. No risk, no fun, oder? Krieg da jetzt einfach drauf. Don't overthink this. Ach, okay. My hero is by far the strongest and the most experienced in battle. A natural choice to save our dear princess. Mhm, okay. Was hast du noch zu sagen? My adventurer stood up to lightning. Can the others do that? I'd like to see them try. Choose wisely. Choose my adventurer. Ah, aber der hat keine... Seine Lizenz... Also... Er kann nichts größer als eine Butterbrose zaubern. Weiß ich nicht. Die haben alle irgendwie irgendwas, ne? Er kriegt halt so random Wutausbrüche anscheinend, die man mit süßen Streifenhörnchen wieder wegkriegt.
Ich glaube, die wären ein gutes Paar. Also so ein Kampfpaar. So, weißt du, so er haut drauf, aber wenn er zu viel in Rage ist, dann kommt er mit seinem Streifenhörnchen dann so hier. Und dann geht's wieder. Und er ist einfach nur ein Dieb. The thieving arts might not be as sexy as a halberd or a fistful of magic missiles, but we have no idea what's befallen the princess. And my guy, he's your guy. Mhm. Hm. Striker all the way. Aber Knolle, der hätte dir die er ist ja von den ich weiß nicht mehr, wie die heißen, aber auf jeden Fall von diesem Kriegerclan. Und wir hatten im letzten Stream auch schon deren Königin und sowas. Die hätte dir gefallen. Nein, die wollte die Prinzessin eigentlich heiraten oder irgendwie so. Aber irgendwie ist da nichts raus geworden. Da ist die Prinzessin entführt worden. Ich weiß auch nicht. Irgendwie sind doch alle drei Deppen. Ja, natürlich sind alle drei Deppen. Der erste dreht am Rad, sobald was Falsches sagt. Ja, beziehungsweise sobald er keine Aufmerksamkeit mehr bekommt. Sobald kann nur Miniaturen beschwören. Und der dritte würde mich nicht wundern, wenn der bei jeder ach so kleinen Gefahr wegrennt. Genau, ja, das denke ich mir nämlich bei. Das denke ich mir bei dem leider auch. Ich glaube, der wird sich einfach verpissen. Er ist ein Dieb. Er ist ein Dieb seit klein auf, haben wir ja herausgefunden. Also. Ja. Weiß ich nicht. Und er ist von Malcolm. Ja, richtig. Und Malcolm ist vielleicht nicht die vertrauenswürdigste Person. Haben wir zumindest mal so im letzten Stream festgestellt. Weiß ich nicht. Aber er kann nur Miniatur... Also, die schließen sich alle gegenseitig aus. Er wird wahrscheinlich sich verpissen einfach. Er ist ein Dieb. Er ist... Keine Ahnung. Er hat nichts Großartiges vorzuweisen, außer... Ich bin sein Kind auf dem Dieb. Und ich denke mal, er weiß genau, dass bei Gefahr verpisst er sich. Halt. Um es mal so zu sagen. Weil was machst du als Dieb? Sobald Gefahr lauert, bist du doch weg, weil du kämpfst nicht. Du klaust ja Sachen unentdeckt, sozusagen. Und wenn dich jemand entdeckt, dann bist du halt weg. Und das reimt sich. Und das war nicht geplant. Er kann nur Miniaturen beschwören, weiß ich also nicht. Und er wird halt zum Hulk random. Das ist halt, die sind alle keine gute Wahl. Die sind alle keine gute Wahl. Die sind alle kacke. Können wir sie nehmen? Oder wir machen es einfach selber, was Chat vorhin gesagt hat. Vielleicht machen wir es auch einfach selber. Ich nehme ihn. Bist du sie? Frag mich doch sowas nicht, Spiel. Nimm einfach die Antwort. Nein, ich bin mir nicht sicher. Ladies and gentlemen, humans and other ones. The winner of So You Think You Can Save a Princess and proud owner of an all-you-can-eat dining experience at Monty's, home of the soup, is... Neil Warkiller the Warrior! Ich gehe davon aus, egal wen wir wählen, er wird scheitern. Wahrscheinlich. Ja. Wir müssen das machen, Spiellogik. Das weiß ich nicht, ob wir das wirklich immer müssen. Aber ich glaube auch, bei jedem, egal wen wir auswählen, geht es schief. This pleases me. I am pleased. And that's all for us here today. Please help control the pet population. Have your gargoyle spayed or neutered. So long, everybody!
And then I had to choose who the heck was gonna rescue Princess Desdemona. It was the craziest thing. Da ist wieder der, oh Mann, ey, ich sitze halt davor. Siehst du, für solche Spiele ist Cam kacke. Da sitzt er halt wieder. Ich mag den. Der kiffende Zauberer. And don't even get me started on the lightning round. You have the most vivid imagination, Lil. Why doesn't anybody believe me about these things? Oh Gott, oh, da ist der wieder, der falsche Ritter und so. Oh nein, er hat immer noch... Da bin ich wieder davor. Scheiße. Da, jetzt hat er einen anderen Hut auf. Er hat immer noch nicht seinen perfekten Hut gefunden. Der Arme. Oh Mann. Die Vorhersage, die löse ich in der Pause auf, wenn das für euch okay ist. So. Zum Glück habe ich einen Knopf, wo ich mich ausblenden kann, ey. Salutations to you, little sister of this big, beautiful world. My journeys across this land have brought me here. I know. We met. At the gate? Whoa, I completely forgot. Gotta go easy on the peace blossom. Anywho, what did you want to talk about? Friedensblüte, hm. Was? What do you know about Malcolm? Ah, oh. Mitschreiben, Leute, mitschreiben. Es könnte wichtig sein. I have no idea what Malcolm's end goal is, and honestly, I don't think he knows either. I think if he had his way, there'd be no rules, no laws, no little guardsmen at the gate. Just let the whole place run itself. Da war wieder das Turnip bei der Hall. This dog-eat-dog mentality would work for some, and for others, things could get a whole lot worse. He doesn't care about people, doesn't care if they're good or bad. Our greatest strength is how we work together. Under Malcolm, we would never reach anything near our collective potential. Anything else you want to know about? Ja, erzähl ruhig, ne? What do you know about Lieutenant Stryker? Stryker has always lived in a world of black and white. There's good and evil and nothing in between. If you're good in Stryker's eyes, you get nothing. Left to fend for yourself, but free. But if you're bad, the hammer of the law is swift and brutal. Small offenses come attached to massive mandatory minimum punishments. You've heard of three strikes and you're out? As far as Stryker's concerned, it's two strikes. The strike you make and the strike she makes. Anything else you want to know about? Boah, ich glaube, die frage ich einfach mal komplett aus. What do you know about Councilwoman Ash? Back when I knew Ash, she was already bitter, jaded, and afraid of anything she didn't understand. A true protectionist, looking to keep everyone in their own little box. If she had her way, nothing would ever change or grow, and eventually we would all look, dress, and think exactly the same way. Anything else you want to know about? Oh, die haben also alle irgendwie irgendwas. What do you know about King Oswin? After King Oswin died, it didn't take long for would-be successors to start lining up. Three in particular, a young headstrong counselor, a battle-hardened lieutenant in the guard corps, and the court jester. Although I don't know if anyone took him seriously or not.
These three have been battling for control of the sprawl for years now. Ich bin ja immer noch der Meinung, ich glaube, Malcolm hat Dreck am Stecken. Aber naja, wer weiß. Die haben alle irgendwie wahrscheinlich Dreck am Stecken. But what about the princess? She's next in line. True, but at the time she was just a kid. Now she's grown, but I fear that these outside forces are using her as a pawn. Anything else you want to know about? Do you really think war is on the horizon? Ich glaube, ich weiß, wo Malcolm ist. In the middle. Ja, den habe ich letztes Mal schon gebracht, anonym. Nur auf Deutsch. Der ist schon ausgelutscht. Mark my words, little sister. The sulfur mines in Petrad have not been this busy in a generation, filling the air with smoke as they produce gunpowder and explosives. Aber Malcolm wahrscheinlich den meisten Dreck. Ja, vielleicht will uns das Spiel aber auch nur auf eine falsche Fährte wieder führen, ne? Das gibt's ja auch. Dass wir jetzt sagen, boah, Malcolm ist bestimmt der Böse, der voll Kacke und nachher wäre er wahrscheinlich das kleinste Übel oder so. Kann auch sein. And the Marvag are sharpening their knives. How many ballets can there be? With a Praetor already established, this looks like training to me. Asche Marvag hießen die vorhin, stimmt. Genau, da, die meinte ich. Even here in the sprawl, the power vacuum of King Oswin's death has everyone jockeying for position, threatening the internal balance of the entire kingdom. But then again, what do I know? Just an old wizard wandering from town to town looking for a little bit of joy to put in my pocket. Anything else you want to know about? Nö, ich glaube, wir haben jetzt alles gefragt. Okay, dann ist jetzt aber auch schon wieder Pausenzeit. Ja, ja, und dann quatschen wir uns hier noch ein bisschen durch. Und in der Zeit gucke ich mal, wie man diese Vorhersagen-Dinger macht. Okay, dann bin ich gleich wieder da.